Willkommen zurück hier zu Gothic. Und dieser blöde Troll da drüben, dieser Golem ist es, ne? Kein Troll, ein Golem. Der hat mir letztes Mal ja ziemlich zugesetzt. Und ich frage mich, ob es vielleicht nicht einen anderen Weg darüber gibt. Hey, da drüben steht einer. Wie kam der denn da hin? Aber wenn der das geschafft hat, dann kann ich das doch bestimmt auch. Oder? Hat er doch gelacht. Wollt vielleicht hier außen rumschleichen? Haha. Das wäre lustig. Hä? Nein. Aber ich kann einfach. Okay, er hat mich einmal getroffen. Egal. Ich laufe da jetzt einfach weg. Ist mir egal. Verfolgt er mich? Nee, verfolgt mich nicht. Glück gehabt. So. Erstmal Zeug sammeln. Moment. Ich heile mich mal. Ich brauche genau 100 Lebenspunkte. Wow, 100 Lebenspunkte. Meine Güte, wie viel ist das denn? Der hat ja gut reingehauen. Was hätte ich denn da im Angebot? So 30, 60, 90. Na, komm schon. Scheiß auf die letzten 5. Ist mir egal. Das muss reichen. Hey, Lester. Hey, was machst du denn hier? Das ist Lester. Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Ja, erzähl. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Milton hat gesagt, ich soll ihm folgen. Lester sagt, er folgt mir. Ist Lester ein kleiner Angsthase vielleicht? Und warum habe ich eigentlich keine Waffe in der Hand? Ach so, ja, weil ich dachte, dass es beim Speichern hilft. Gut, es ist letzten Endes jetzt zweimal genau, naja, vom Text her schon die gleiche Quest, aber ich denke mal, die Höhle wird jetzt deutlich anders sein als die andere zuvor. Von daher ist es schon in Ordnung, dass man hier zweimal quasi die gleiche Geschichte auftischt. Was ich ja sympathisch finde, ist, dass man hier auf dem Weg zu den Fokussteinen so Begleiter trifft. Generell, dass man da nicht alleine ist, und Lester kam ja vorher schon vor, und ich glaube, Milton hätte man im alten Lager getroffen. Also wenn ich mich dem alten Lager angeschlossen hätte, hätte ich, soweit ich weiß, Milton getroffen. Und da oben sind Harpien. Dann speichere ich mal. Diese Viecher, genau die da. Nein, du sollst die Waffe nehmen, Junge. Kannst du bitte mal, ja, genau, anvisieren. Und vielleicht auch treffen. Sag mal. Warum treffe ich die Viecher nicht? Oder dieses Teil? Das Tier, Viech, wie auch immer. Ah! Sehr schön. Und die haben nichts dabei. War ja klar. Okay, man kann sie also nicht von unten treffen, sondern muss wohl irgendwie erhöht stehen. Am Hang oder so. Na komm! Jetzt noch du? Boah! Wie viele sind das denn? Ah!
jetzt komm schon, komm runter. Immerhin kriege ich Erfahrung, wenn Lester die tötet. So wie... Nein, nicht auf Lester. Der ist zum Glück unverwundbar gerade. Nein, nicht Lester. Hab hier. So, ich habe sie anvisiert. Jetzt muss ich mich nur noch mit Vorwärtsschlägen hinarbeiten. Na komm schon. Na komm schon. Ah, das wird nix. Dann halt eben so. Komm, ich stelle mich erhöht und du kommst her. Komm halt her. Dann halt mich. So, was haben wir denn da? Ein Knochen. Nein, da fehlt mir Geschicklichkeit. Wie viel Geschicklichkeit fehlt mir hier? 10 Punkte. Ist doch kein Problem, oder? Ich habe doch bestimmt irgendwas, was mir 10 Geschicklichkeit gibt. Oder? Habe ich nicht? Verdammt, habe ich verkauft. Mist. Dann wird das gerade nichts. Dann, Lester, müssen wir hier mal kurz runter. Um die Harpie zu einem Hang zu locken. Kommst du? Och, Lester, komm schon. Pack dich nicht fest. Bitte. Please. Vielleicht, wenn ich dich anspreche, hörst du dann auf. Lester? Lester? Lass uns quatschen. Na, klappt nicht. Okay, das wird nix. Vielleicht komme ich ja mit der Einhandwaffe hoch. Das Anvisieren klappt halt nicht, ne? Weil Lester da drunter rumläuft. Na komm. Okay, auch das wird nichts. Ach, ein schöner Bug, nicht wahr? Dann halt ein Feuerball. Na komm. Gib ihm. Nein, nicht auf Lester. Nein, nicht auf Lester. Nein, nicht auf Lester. Auf die Harpie. Genau. So, kommst du jetzt runter? Ja, tust du. Sehr schön. Problem gelöst. Was soll das? Dem Ziel entgegen. Ja, dem Ziel entgegen. Und um dem Ziel entgegenzugehen, muss ich mich erst eine Runde heilen. Tut mir leid, Lester, ich brauche eine kurze Pause. Ich futter mal ein bisschen gebratenes Fleisch. Das ist ja auch zum Glück erst ein paar Tage alt. Das schmeckt ja bestimmt noch gut. Und ist genauso schmackhaft und genauso heilsam wie am ersten Tag. Yay! Wie irgendwas, was wenig Mana gibt. Nee, ne? 30. Komm. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Wo meinte er? Da oben? Oder da oben? Keine Ahnung. Wird sich schon noch zeigen. So. Vielleicht da drin. Ich habe 51 Lernpunkte. Ich glaube, 40 hätte ich gebraucht. Ne? Oder 50? 50? Für 2 Händler Stufe 2. Weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Nicht schon wieder. Ernsthaft? Komm mal rüber. Hier geht's noch ein bisschen hoch. Na komm her. Ah, ernsthaft? Komm her. Da ist die nächste. Ich stapp mir mal die, mach die mal eben weg. Die so hochfliegen, sind ja zum Glück auch nicht wirklich gefährlich. Machen nicht viel Schaden oder so. Okay.
Das hat also nicht nur mich von der Leiter geworfen, sondern auch die HP runtergebracht. Ich werde mich mal oben umsehen. Ja, tschüss, bis gleich. Ich werde mich mal unten umsehen. Oh, was haben wir hier? Ein Skelett. Wie nett. Bücherregale. Oh, eine Harpie. Zur Abwechslung mal ein anderer Gegner. Durch. Dann musst du ja nicht runter. Ah, ne, musst du gar nicht. Verdammt! Wie kriege ich dich jetzt? Nein! Lester! Oh, komm schon! Oh nein! Ich bin ja fast tot! Wie kriege ich die jetzt? Wo geht's raus? Hier kam ich rein, genau. Von wegen Gegnerabwechslung. Ja, hier gibt's viele Harpien, aber eigentlich. Das ist ein neuer Gegnertyp, ne? Und davor, der Golem auf der Brücke, der war ja auch neu. Also, so alles in allem gibt's ja da schon gut Abwechslung bei den Gegnern. Alles in allem kann ich mich da nicht wirklich beschweren. Ich heile mich mal, während du da oben deine Pause machst, ne? Ich bin gleich wieder für dich da. Dumm-di-dumm-di-dumm. In der Zwischenzeit überlege ich mir, mit welchem Zauber ich dich da oben runterhole und ob ich nicht vielleicht doch mal ein paar Punkte in Geschicklichkeit investieren sollte, einfach damit ich Fernkampf machen kann. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich muss es ja nicht gut können, es muss ja nur Backup sein für solche Fälle hier. So, was mache ich denn? Licht? Nein, Feuerpfeil könnte ich machen, ne? Na, Feuersturm geht schon besser ab. Ja, davon habe ich nur 4. Der ist aber so mächtig. Den will ich mir aufheben. Nur für den Feuerpfeil. Komm, hab hier. Zeig dich. Geht doch. So. War doch jetzt gar nicht so schwer. Ist ein bisschen blöd, dass die da so hochfliegen und man sie dann per Fernkampf nicht mehr erreicht, aber sie auch. Ja, dass sie halt oben bleiben. Das ist halt ein bisschen ätzend. Aber hey, was soll's. Ich hab's jetzt hingekriegt. Man hat ja. Kriegt ja vorher gut viele Spruchrollen geschenkt, mit denen man dann entsprechend die eigenen Versäumnisse im Kampf ausbügeln kann. Das ist ja immerhin fair, dass man da den Nicht-Magiern und Nicht-Fernkämpfern, also den Nahkämpfern, so wie mir, letzten Endes nochmal eine Chance gibt. Hey, ich will das Bier! Ja, nö. Nochmal eine Chance gibt, auch hier durchzukommen. Bei den fliegenden Gegnern. Das sieht nach so einer Magierbude aus, so ein bisschen, ne? Ich schnapp mir mal eine Fackel und gucke mich hier mal ein bisschen genauer um. Ein Hebel, was der wohl macht. Der gute alte Trick mit dem Geheimgang hinter dem Bücherregal. Skelette. Und wieder rückwärts raus. Lalala. Jetzt sag mir nicht, die sind hinter mir. Ne. Weil ich will mich erstmal hier bei der Truhe umschauen. Vielleicht finde ich ja irgendwas, was mir gegen die Skelette hilft. Zum Beispiel einen Schlüssel. Yay. Ich da drin irgendwas erfahren? Nee, ne? Ja, die sind nur Deko. Im zweiten Teil kann man die lesen und kriegt dann Erfahrung dafür. Aber im ersten Teil leider noch nicht. So, ich habe einen Schlüssel. Der ist vielleicht für die Truhe weiter hinten bei den Skeletten oder so. Keine Ahnung. Ob da eine Truhe sich befindet oder nicht. Vielleicht muss ich auch warten, bis die Kamera sich komplett entspannt hat, bis ich speichere. Vielleicht liegt es auch daran. Mir ist hier ein bisschen zu düster gerade.
Ich könnte ein Licht zaubern, aber ich glaube, ich werde einfach eine Fackel in die Hand nehmen. Und dann hier hinten auf den Boden werfen. Nein, Lester, wo bist du, wenn ich dich brauche? Verdammt! Ah, es hat so gut angefangen und da stürzt das Spiel ab. Bis gleich. So, da bin ich wieder und es ist gerade ein bisschen frustriert. Ich nehme gerade schon seit über 2 Stunden auf, aber ungefähr die Hälfte der Zeit davon habe ich damit verbracht, Spielstände zu laden und das Spiel neu zu starten. Und nur die Hälfte ist wirklich produktives Spiel und Aufnehmen. Das heißt, das hier ist gerade die 4. Folge in dieser Aufnahme. Irgendwie ist... Ich weiß nicht, ob es an heute liegt. Aber irgendwo ist der Wurm drin. Ich glaube, Lester hat irgendwo auch Gegner gefunden. Sonst hätte ich gerade nicht mitten aus dem Nichts Erfahrung bekommen. Und irgendwie bin ich gerade darüber froh, dass die Skelette durch irgendwas rausgelockt wurden. Statt mich alle sofort auf einmal anzugreifen. Kam ja gerade erst eins raus. Es kam irgendwie 2 raus, wovon mich 1 ignoriert hat. Dann kam nach einer kurzen Zeit erst das 3. Das finde ich gut. Ah, ich glaube, ich weiß, warum die Sachen im Inventar manchmal nicht richtig angezeigt werden. Die werden als 3D-Objekte gerendert. Und wenn dann die Kamera so steht, dass irgendwie was dreidimensional im Weg steht, dann werden die halt eben nicht mehr gerendert, sondern das andere, was im Vordergrund ist, zum Beispiel die Wand gerade. Das sah zumindest gerade so aus. So, was haben wir denn hier alles? Ein Alchemiestand, hä? Kann ich den benutzen? Kann ich Alchemie eigentlich lernen? Ich weiß es nicht. Im 2. Teil, wie gesagt, geht das, aber in dem Teil scheint es gerade nicht zu funktionieren. Aber es gibt doch hier bestimmt eine Truhe. Boah, Heiltränke. Mhm. Nehme ich gerne. Und Mana-Tränke. Auch die nehme ich gerne. Auch wenn sich das gerade noch nicht für mich lohnt. Weil ich einfach nicht genug Mana habe. Auch nur den schwächsten Trank vollständig benutzen zu können. So, ich heile mich mal eben nochmal mit dem gebratenen Fleisch hoch. Und ich sehe gerade, mein gebratener Fleischvorrat geht langsam zur Neige. Ich sollte vielleicht doch endlich mal offscreen das ganze Zeug braten. Immerhin würde ich damit meinen Fleischvorrat vierfachen, fünffachen, so die Ecke. So, ich glaube, hier unten bin ich dann aber auch soweit durch. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich nur noch da hochgehen. Und mal schauen, was Lester so treibt. Oh verdammt, wehe, wehe, du stürzt jetzt da runter, weil du die Treppe nicht richtig hochgehst. Oh, Glück gehabt. Den Bug gibt's nämlich leider auch, dass man eine Treppe, Leiter. Was war das? Dass, wenn man eine Leiter hochgeklettert ist, dass man dann oben wieder runterfällt. Ach, das habt ihr ja sogar gesehen bei den Minecrawlern, als ich wieder zurück bin in der alten Höhle. Nicht Höhle, in der alten Mine. Hey, Lester. Hast du schon was gefunden? Die Truhe da vorne ist verschlossen. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Festung einen Schlüssel. Gibt es irgendwelche Hinweise auf die Urkunde? Nein, bisher noch nicht. Hast du schon in der Bibliothek nachgesehen? aber weiß ich nicht, aber ich hatte einen Schlüssel. Da ist doch deine Urkunde. Was willst du denn? Ich hab sie doch. Ich gebe sie dir aber erst, wenn du mir geholfen hast, den Fokus zu finden. Nee. Nee, vor allem geht's mir darum, dass er bitte noch an meiner Seite kämpfen soll. Ja, genau. Genau sowas meinte ich.
fürchte, sobald er seine Urkunde hat, ist die Quest so halb abgeschlossen für ihn. Andererseits macht es sich ja gerade auch nicht wirklich nützlich, ne? Andererseits macht es sich gerade auch nicht wirklich nützlich. Von daher, naja, es ist vielleicht auch egal, hätte ich es ihm auch gleich geben können. Naja, ein bisschen Erz, das nehme ich gerne. Aber sonst gibt es hier irgendwie nichts, ne? So, irgendwie gar nichts. Ich bin hier auf der Suche nach dem Fokus. Aber irgendwie finde ich den nicht. Hat er gerade durch die Wand durchgezaubert und dem Viech Schaden gemacht, mit einem Feuerball oder so? Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Dann ist er doch ganz nützlich. Ja, das könnte... Das kommt sogar hin, ne? So, komm, ich gebe dir jetzt die... Du kannst... Ich bin verletzt. Kannst du mir helfen? Hier, nimm diesen Heiltrank. Dem Ziel entgegen. Er gibt mir einen Heiltrank. Und was mache ich? Genau. Ich futter mich mit Fleisch gesund. Ja. Genau. Ich werde jetzt Lester mal noch eben schnell die Urkunde geben, wenn ich wieder voll geheilt bin. Weil er scheinbar hier eher noch im Stil nichts tut. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Okay, vielen Dank. Fragezeichen. Genau, das ist die richtige Orientierung für die Leiter. Was habe ich denn für Spruchrollen bekommen von ihm? Feuerpfeil nicht. Heilung, okay. Licht, Schlaf, Telekinese, Teleport, Wassermagie. Das hatte ich alles schon. Von daher im Westen nichts Neues. Und was dort oben hinter dieser Leiter auf mich wartet, ob es der Fokus ist oder das Verderben, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen.